Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Blut der Märtyrer für Warhammer 40k Schattenjäger, herausgegeben von Ulysses Spiele. Viel Spaß! Brennt im Feuer des Glaubens, denn Ketzerei erzeugt Vergeltung. Ja, was wir hier haben, ist ein weiteres großes Regelbuch, ein Quellenband zu der Ekklesiarchie und allem, was dazugehört. Ihr könnt sehen, wie das Buch ungefähr gegliedert ist. Es gibt zunächst einen Abriss über die 1 Million Welten, die dann dem Imperator unterstehen, die Sternensysteme des Imperiums. Dann geht es so ein bisschen darum, wie sich diese Rechtschaffenden zusammensetzen, die Monodominanten, die Puritaner des Imperiums. Auch darüber haben wir bereits geredet, wie sich dann Puritaner und auch die Radikalen zusammensetzen. Um die Radikalen soll es hier nicht gehen. Es geht weiter mit Kapitel 3, die Bräute des Imperators, wohl eher mittlerweile bekannt als die gnadenlosen Adeptus Sororitas, die auch hier ein bisschen noch aufgefächert werden. Denn auch da ist nicht jeder Orden gleich. Die haben da verschiedene Aspekte, die dann hier aufgeführt werden, damit diese Frauen, die es durchaus auch mit einem Space Marine, mit einem Adeptus Astartes aufnehmen können, dann hier auch so ein bisschen klassifiziert werden und jede ihren eigenen Anstrich erhält. Weiter geht das mit Glaube und Wut. Also die Spielregeln angepasst an Schattenjäger, das ist immer noch die erste Edition von Warhammer 40k. Die zweite Version ist dann kurze Zeit danach gekommen, auch dann Dark Heresy 2, und das hat dann aber auch nichts mehr mit dem aktuellen Wrath and Glory zu tun. Aber auch hier soll es wieder so ein bisschen um neue Spielregeln gehen, auch wie dann der Einfluss des Chaos dann hier die Charaktere verderben und korrumpieren kann oder auch wie das verhindert werden kann. Reliquare ist so ein bisschen das Inventarkapitel, also brauche ich neue Waffen oder brauche ich neue Artefakte, also sowas wie das Blut eines Space Marines, was ich dann um meinen Hals trage, oder irgendwelche anderen komischen, ja, Aquilare, die ich mir dann umhängen kann, was ich mir irgendwie von Schreinwelten kaufen kann, vielleicht irgendwelche Knochen vom heiligen Drusus oder so etwas. Also all das wird dann hier im Reliquarkapitel erklärt und dann später in Kapitel 6 die Ekklesiarchie-Kampagnen. Was braucht eine Kampagne, wenn die Ekklesiarchie im Mittelpunkt steht, oder was braucht sie nicht? 1 Million Welten, ein Imperator. Ja, dieses Kapitel steht so ein bisschen auch in einer Erklärung, was passierte zwischen dem 30. Millennium und dem 40. Millennium. Denn wir hatten ja das Problem, dass der große Bruderkrieg der Space Marines losbrach und dann im 31. Jahrtausend den Imperator auf seinen goldenen Thron brachten, von dem er bis zum heutigen Tage nicht wieder aufgestanden sind. Und auch die Neuordnung, die damit einherging, denn der Imperator war nicht immer göttlich. Das wurde erst aufgrund der ekklesiarchischen Bestimmung dann auf Terra verabschiedet, und zwar nachdem er dann auf seinem Thron eingebettet wurde. Und auch die Probleme, die damit einhergingen, das ging lange nicht gut. Es gab dann Glaubenskriege, die geführt worden sind, das könnt ihr dann auch hier erkennen, und daraus hervor ging dann im 33. Jahrtausend, kurze Zeit später, dann Ghosh Van Dir, ein Senator vom Heiligen Terra, der 361. Senator vom Administratum. Das ist ein sehr besonderer Mensch, der auch heute noch großen Einfluss hat oder hatte, denn er hat uns dann Sebastian Thor gebracht, der dann auch eine ganz eigene Bewegung brachte. Ghosh Van Dir wird dann hier lang und ausführlich erklärt, also ein sehr schöner Quellenband, ein sehr schöner Recherchekapitel, was man auch unabhängig jetzt von einem ekklesiarchischen Charakter dann sich aneignen kann, um so ein bisschen zu verstehen, warum die Kirche so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist. Dieses Kapitel lege ich euch also ans Herz. Ghosh Van Dir war ein Mensch, der meinetwegen jeden Rothaarigen auf einem Planeten umgebracht hat, aber auf anderen Planeten durften sie weiter existieren. Oder einige Planeten, da durften die Bewohner nicht in den Himmel gucken, damit der Imperator nicht von ihrem hässlichen Antlitz gequält wird. Daher hat er dann eben jeden verboten, sie dürfen nicht in den Himmel gucken. Also eine ganz merkwürdige Reform. Er war sehr wahnsinnig, muss man tatsächlich so sagen. Und er hat es dann eben irgendwie an diese Position gebracht, an diese Machtbasis. Er war also der Vorsitzende der Ekklesiarchie, so wie sie damals bestand. Und näher durch seine seltsamen Gesetze, die er dann verabschiedete, durch seine vielen Erlasse, brachte er dann jemanden hervor, der uns heute noch bekannt ist und der umso wichtiger ist: Sebastian Thor. Sebastian Thor war ein Mensch, so würde ich ihn jetzt klassifizieren, auf alle Fälle humanoid,
Vielleicht ist er auch ein Seelensplitter des Imperators. Man diskutiert zumindest darüber, ob es so eine Möglichkeit gäbe. Und dieser Sebastian Thor hat dann gemeinsam mit den Töchtern des Imperators oder mit den Bräuten des Imperators, hat er dann Ghosh Mandir umgebracht, ihn dann vom Thron verstoßen, nachdem er viel zu lange regiert hat. Und das brachte dann eben auch eine Revolution in der Ekklesiarchie hervor. Sprich, viele Umorganisationen, die dann hervortraten, und auch die Bräute oder die Töchter des Imperators wurden dann zu den heutigen Adepta Sororita, wie wir sie kennen. Ja, es geht weiter mit der imperialen Religion, beziehungsweise das ganz alltägliche Leben, und zwar für jeden im Imperium. Das ist jetzt nicht nur derjenige, der besonders in der Ekklesiarchie, also in dieser Organisation tätig ist, sondern dadurch, dass es einfach so ausgebreitet ist, dieses ganze Denken, diese Scholastik, wird sich das natürlich auf jeden Einzelnen auswirken. Und da geht es dann eben darum, wie ist das tägliche Leben gestaltet, wie sind die Glaubensgrundsätze und wie geht man unter anderem auch mit Mutanten um, gerade mit sowas wie Psionikern. Das ist ja auch eine Mutation des menschlichen Körpers, die auch erst seit 10.000 Jahren besteht und die man teilweise doch braucht. Man denke da dann nicht nur an den militärischen Arm, wo man dann diese Leute für den Krieg benutzt oder auch an die Inquisition, sondern wir denken vor allem dann eben auch an die Raumnavigation oder eben auch um die Kommunikation. Sprich, wenn ich mit einem Astropathen dann über das ganze Sonnensystem kommunizieren möchte. Und da geht es so, wie gesagt, so ein bisschen darum, wie man mit Mutation umgeht, wie man eventuell auch sich damit arrangieren kann oder muss. Ja, dann geht es natürlich weiter auch mit den Heiligen. Nicht nur, aber auch die des Kalixis-Sektor. Geht natürlich auch noch weitere Leute, die sich dann hervorgetan haben, vor allem dann Menschen, die dann groß geworden sind, aber auch einige Astartes, die dann besondere Heldentaten vollbracht haben. Von denen wird das allerdings auch erwartet. Aber ich nenne jetzt einfach mal so Leute wie Sankt Drusus, der sich dann eben hervorgetan hat, der dann gekämpft und gestritten hat. Und der dann starb und vom Imperator wiedererweckt worden ist. Also es gibt da ganz verschiedenste Berichte, die dann eben auch über den Kalixis-Sektor weiter sich ausgebreitet haben. Und einige, ja, finden dann mal mehr, mal weniger ihren Weg in den Glauben und in das tägliche Leben. Weiter geht es dann mit den Xenos-Wesen. Also wie reagiert eine Religion auf außerirdisches Leben, was nicht aus dem terranischen Subsektor kommt? Auch das ist natürlich nochmal eine Diskussion wert. Sollte natürlich normalerweise gemieden werden, denn all das, was nicht menschlich ist, das ist sowieso abscheulich und verachtenswert, hassenswert auch. Und auch hier muss noch einmal ein Kapitel zu den Xenos verloren werden. Wir machen weiter mit einem kleinen Kapitel über die Adeptus Sororitas. Ihr könnt es dann hier erkennen. Auch hier wieder schöne Handouts, die über verschiedenste Seiten dann sich ausgebreitet haben. Hier ist es an dieser Stelle noch ein sehr kleiner Sektor, das wird dann im späteren Verlauf weiter ausgebreitet, aber hier wird noch einmal ganz allgemein darüber gesprochen, bevor wir uns dann in dem darauffolgenden Kapitel noch einmal so ein bisschen aufgefächerter das ansehen und dann auch noch mal ein paar Regelaspekte zu bekommen. Ja, wieder weiteres zu dem Kalixis-Sektor an sich, nicht nur über die Heiligen, sondern ganz generell, wann wurde der eröffnet, beziehungsweise erobert und was für verschiedenste Situationen gibt es dann hier? Wie unterscheidet sich die kalixische Ekklesiarchie von dem anderen Sektor? Es werden die Kardinäle vorgestellt, denn in jedem Subsektor oder in jedem Sektor haben wir natürlich auch verschiedenste Vorstandsmitglieder der Ekklesiarchie. Das sind dann nicht nur Frauen, das sind vor allem erst einmal Männer, die dann als Kardinäle hier vorgestellt werden, die eben auch seit vielen hundert Jahren leben und dann ihr Leben künstlich verlängert haben. Wir sprechen auch über die Ziele der Kulte oder des Ministeriums. Nicht jeder Kult muss ja böse sein, sondern es kann dann eben auch verschiedene Untergruppierungen der Ekklesiarchie geben, aber eben auch, was das Ministerium plant, also was will Terra denn vom Kalixis-Sektor? Wollen die einfach nur, dass man hier seine Steuern bezahlt und dass das alles so seinen Weg nimmt, oder haben die noch irgendwelche gesonderten Ziele, haben die noch irgendwelche gesonderten Lehren, die hier eben verbreitet werden? Also auch das wird hier noch einmal in diesem Kapitel dann beschrieben.
Dieses Kapitel wird dann auch nochmal eingeleitet durch ein besonders hübsches Bild, wie ich finde. Das gefällt mir besonders gut. Nicht nur, weil das so schön blau ist, nicht nur, weil es zwei Monde hat, sondern ja, weil dieses Bild einfach mal was komplett anderes ist als die üblichen dunklen Bilder, die man sonst immer so erkennen kann. Also hat mir sehr gut gefallen. Wir machen aber auch weiter mit dem Inhalt von Pfade der Rechtschaffenen. Hier geht es dann um Regelergänzungen. Hier werden auch neue Heimatwelten vorgestellt. Unter anderem die Schreinwelten oder die Schola Progenium, die Klosterwelten oder auch, wenn man mag, dass man ein Adliger ist oder eine Adlige. Auch diesen Pfad könnte man dann hier wählen. Die haben dann ja auch besondere Ausbildungsstandards, die dann den Adligen zuteil werden, was ja in dem normalen Inquisitionsband von Schattenjäger Grundregelwerk erst einmal nicht der Fall ist. Da wird man ja noch als normaler Akolut aufgenommen und es gibt wohl wenig Gründe für jemanden, der bereits adelig ist, dass er dann auch in die Inquisition eintritt. Denn man sollte meinen, dass diese vorherrschende Klasse in einem feudalen System eher dann auch hier bleibt. Aber dem ist nicht so. Ja, ansonsten werden weitere Ränge vorgestellt, die man sich dann hier kaufen kann. Oder eben auch Einsteigerpakete, Elite- oder Karriereränge, die dann hier genannt werden, die man dann wählen könnte. Und hier ist dann ein schönes Bild von einem kalixischen Hexenjäger, der dann ja normalerweise mit seinem Schlapphut eher im Ordo Maleus anzutreffen ist. Aber auch hier kann er dann bereits so gewählt werden. Es gibt verschiedene andere Bilder, die ich euch dann zeigen kann. Also nicht nur den Hexenjäger, sondern auch den Drillabt, also ein Kriegsmönch, wenn man ihn so nennen möchte, der dann mit seinem Kampfhammer in den Krieg zieht und da dann für Vernichtung sorgt. Wir haben die Exorzisten, auch die dürfen natürlich nicht fehlen, wenn man dann mit Dämonen oder so etwas Umgang pflegt oder eben auch nicht pflegen möchte oder mit Beherrschten, dann könnte man einen Exorzisten rufen oder sich eben in die Inquisition einkaufen. Oder wir haben sowas wie die Redemptionisten, also das könnte man eventuell vergleichen mit Assassinen, die dann für die Kirche töten. Also ganz verschiedenste neue Ränge, die dann hier vorgestellt werden. Die müsste dann ein Spielleiter oder eine Spielleiterin müsste das dann eben gesondert zulassen. Aber hier wird zumindest eben auch vorgestellt, wie sowas aussehen könnte, wenn man sich so etwas kauft. Weiter geht es mit dem dritten Kapitel und ich hatte ja schon gesagt, dass die Sororitas noch etwas weiter beschrieben werden und das passiert dann genau in diesem Kapitel. Ja, wir reden hier ein bisschen über die drei großen Ordos der Sororitas, aber auch über die verschiedenen kleinen, auch die können dann hier gespielt werden. Aber die großen drei sind dann vor allem der Ordo Dialogis, Militaris oder Hospitalis. Also diejenigen, die gerne reden und diplomatisch unterwegs sind, der Militaris-Orden, der besonders interessant ist dann, wenn man in der Inquisition spielt, einfach weil das Power-Level unglaublich krass ist. Das sind dann die Sororitas, die laufen alle in einer großen Servorüstung rum mit Flammenwerfer, mit einem Melter oder mit einem Bolter und die können dann natürlich schon auch als Anführerin einer so kleinen Zelle eine ganze Menge an Verderben bringen. Oder wir haben den Hospitalis-Orden, das ist dann eher diejenige, die hier die Kranken und Verwundeten da versorgt und auch die kann dann natürlich mit ihren Wundern einiges vollbringen, was normalen Menschen nicht möglich ist. Die Regeln zu sowohl den Rüstungen als auch den Waffen und den Steigerungen der jeweiligen Klassen, all das würdet ihr dann hier in diesem Kapitel finden. Bietet sich natürlich dann an, wenn ihr eine Sororita spielen wollt. Die gibt es dann nur in der weiblichen Variante. Männliche Sororita gibt es nicht. Das ist dann einfach das Äquivalent zu den aktuell nur männlichen Space Marines, den Adeptus Astartes, den Sternenkriegern. Die gibt es ja auch dann nur in männlich. Dementsprechend hoch ist das Power-Level von ihnen. Eignet sich in meinen Augen nicht für einen Einstieg, wenn ihr gerade mit Schattenjäger anfangt. Das sind A, zu viele Regeln und B, ist das Power-Level eben wie gesagt zu hoch. Und eine Sororita mit 0 Erfahrungspunkten würde dann eben doch deutlich besser sein als ein Psioniker der Stufe 0, wenn er dann eben nach dem Grundregelwerk gebaut worden ist. Da müsst ihr also wie gesagt aufpassen, aber auch hier gibt es dann eben Regeln für den Spielleiter, wie er so etwas anpassen könnte. Ja, in Kapitel 4 geht es dann um Glaube und Wut, also auch wieder hier ein Regelteil, nicht nur für die Sororita, aber eben auch, sondern auch für die anderen Ekklesiarchen, die ihr dann auf den vorhergehenden Seiten hättet wählen können. Ich hatte ja schon den Exorzisten oder den Redemptionisten angesprochen. Also auch die haben dann ihre eigenen Sonderfertigkeiten. Ob es dann sowas ist wie ein Licht in der Dunkelheit, dass ihr dann ja das Licht vom Imperator dann herbeibeschwören könnt, dass ihr dann in der Dunkelheit sehen könnt oder dass ihr eure Gruppe gegen Angst abschirmt,
wenn man dann gegen das Chaos spielt, dass man dann die Gruppe so ein bisschen einsegnet, einschwört, ein paar Gebete spricht in Richtung von Terra und ja, dass ihr dann keine Wahnsinnspunkte bekommt oder Verderbnispunkte. Also je nachdem, welche Fähigkeiten ihr dann davon wählt, würdet ihr so etwas dann hier in diesem Kapitel finden. Die Sororita sind dann auch mehr als nur Menschen, so wurde es ja auch schon einmal ausgedrückt von Saishi Rohr in unserem Podcast, der sei noch ein weiteres Mal verlinkt. Die können ja tatsächlich dann so etwas wie Wunder und Menschen auch wieder auferstehen lassen. Also auch das würde wieder gehen. Wer sich also für diesen Spielpfad entscheidet, der wird dann in diesem Kapitel Glaube und Wut die ganzen Regeln dazu finden. Ja, auch der Zorn des Imperators findet hier noch einmal Erwähnung. Die Hand des Imperators, die rechtschaffende Zorn. Also wenn ihr bei einem Schadenswurf eine 10 würfeln solltet, dann würde diese 10 vielleicht explodieren. Sprich, ihr dürft ein weiteres Mal werfen, was ja bei einem gerechten Zorn tatsächlich ziemlich gut ist. Und auch hierfür würdet ihr dann weitere Fähigkeiten finden. Also wie gesagt, dieses Glaube- und Wut-Kapitel ist alles so ein bisschen Regelteil. Macht allerdings in einer Rezension wenig Sinn, dass ich das Einzelne dann hier vorstelle, sondern hier einfach nur eine Zusammenfassung gebe. Ja, Kapitel 5, das Reliquar. Also die Inventargegenstände, die man sich dann im Laufe des Spiels mitnehmen kann. Fern- und Nahkampfwaffen, Rüstungen, Ausrüstung und Werkzeuge, Servitoren und Gefolge. Ja, all das, was man dann eben bekommt, wenn man sich mit der Ekklesiarchie gut stellt, das ist das sowas wie eine Taufkeule, was auch immer das sein mag, aber die könnt ihr hier dann kaufen. Oder Bolter, Melter, Flammenwerfer, das hatte ich schon angesprochen. Neue Schema für einen Bolter, also wer dann eben nicht die normalen Bolter-Munition verschießt, sondern dann geheiligte Munition oder wer dann mit einem Kettenhemd herumläuft, damit man dann auch auf den Feudalplaneten nicht so auffällt. Das sind ganz spezielle Sachen. Blut von Space Marines hatte ich bereits angesprochen, dass man dann in so kleinen Fiolen um den Hals tragen kann. Oder dann irgendwelche Rosenkränze, mit denen man sich dann ja bestücken kann. Irgendwelche Geißeln, mit denen man sich dann den Rücken aufschneiden kann. Also all das, was ein guter Gläubiger im Kampf gegen das Chaos braucht. Ja, wenn ihr noch genug Ruhm angesammelt habt, dann könnt ihr eben auch neben den Flagellanten oder anderen Büchern könnt ihr dann auch das Gefolge anwerben. Also auch hier, wenn ihr mal mit einem Archivar herumlaufen wollt, der dann euer Tagebuch schreibt oder mit anderen Redemptionisten, mit Bundeskultisten, wie sie hier genannt werden. Also auch das würdet ihr hier finden. Oder was kostet es, wenn ihr eure Waffen weihen lassen wollt oder einen persönlichen Segen bekommt? Aber da braucht natürlich auch die Ekklesiarchie, hat ständige Geldnot und wer dann eben auch als normaler Mensch dann zu der Ekklesiarchie geht, was würde ihn das kosten, wenn er dann seine Waffen oder seine Munition segnen lässt, das dann eben auch tatsächlich Wirkungen zeigt. Also hier würdet ihr, wie gesagt, dann alles finden rund ums Inventar und die kalixischen Relikte. Weiter geht es mit Kapitel 6, Ekklesiarchie-Kampagnen, Imperium des Glaubens, Seetsfrömmigkeit, Abberufungsharten und Handleyhafen. Ja, hier geht es zum Teil so ein bisschen darum, wie ein Ekklesiarchiarch in die Inquisition eingegliedert wird. Das zum einen, aber eben auch beispielhafte Welten. Und das sind dann eben die unteren drei, Seetsfrömmigkeit, Abberufungshafen und Handleyhafen. Wer also noch weitere Planeten oder Planetensysteme oder eben Stationen braucht, also irgendwas im Weltraum, der kann sich dann hier noch einmal umschauen, also irgendwelche Schreinwelten beispielhaft beschrieben, damit man die dann auch abändern kann und in seine eigene Kampagne übernehmen kann. Also in Kapitel 6 ein in meinen Augen sehr kurzes, was dann auch sehr fix endet, sehr schnell endet, sehr unerwartet endet. Würdet ihr dann diese drei beispielhaften Planeten bzw. Systeme finden. Ja, fangen wir wieder an mit der Bewertung, Zeichnung und Layout. Das ist das gleiche Problem wie bei der vorhergegangenen Rezension Jünger finsterer Götter. Allerdings ist die Zeichnung hier ein bisschen besser, zumindest habe ich das Gefühl, das ist subjektiv. Eine Bewertung ist ja immer sehr subjektiv. Ich gebe hier 4 von 5 Punkten. Ich gebe einen Punkt Abzug für das Layout, das finde ich wie gesagt sehr langweilig, das ist einfach dieses rote I, das ist hier übernommen, ist ja natürlich auch ganz typisches Dark Heresy Edition 1, da ist das immer so gewählt worden, das lässt sich nicht ändern, aber es ist trotzdem langweilig und das habe ich schon wesentlich besser gesehen, daher hier die 4 von 5 Punkte, die Zeichnung wie gesagt ist etwas besser,
als in dem Buch davor. Redaktion und Struktur gebe ich hier wieder 3,5 von 5 Punkten. Das ist das gleiche Problem, wie auch das Buch davor hatte, Jünger finsterer Götter. Auch das krankte so ein bisschen an der veralteten Orthographie, an die Fehler, die gemacht worden sind. Das ist nicht sonderlich tragisch. Ich finde, gerade als PDF ist das verkraftbar. Solltet ihr aber das Buch dann im Schrank stehen haben, dann lassen sich solche Fehler nicht ausbessern. Ich finde es auch immer ein bisschen schade, wenn man Bücher mit Rechtschreibfehlern bei sich im Schrank stehen hat. Aber da kann man drüber hinwegsehen. Das ist jetzt also nichts Katastrophales, aber es sorgt eben für Punktabzug. Die Struktur ist in meinen Augen etwas schlechter. Es werden einige Punkte einmal vorgestellt und dann in zwei Kapiteln später noch einmal wieder erneut aufgegriffen und dann ein bisschen weiter aufgefächert. Also strukturell ist das ein bisschen schwächer, aber ich gebe ihr trotzdem die 4,5 von 5 Punkten. Den Rechercheteil finde ich tatsächlich wieder ziemlich gut. Hier gebe ich 5 von 5 Punkten. Es ist ziemlich lang, aber es macht auch Sinn, sich hier eine ganze Menge über die Ekklesiarchie anzusehen, weil hier tatsächlich auch sehr viel Wichtiges ist. Das Leben im Imperium dreht sich um den Imperator, um den goldenen Thron auf Terra. Und da sollte man doch die letzten 10.000 Jahre zumindest auf einer Spieler-OT-Ebene erkennen, damit man dann eben solche Namen Gojwandir und Sebastian Thor dann kennt. Auf einer IT-Ebene wird man sicherlich auch einige Namen dabei haben, die dann unter einem Leichentuch begraben liegen, also jetzt gerade Gojwandir, der wird dann sehr verteufelt sein und da wird man sicherlich nicht so die Wahrheit mitbekommen, das ist ein sehr verklärter Typ, aber ganz generell sollte man trotzdem wissen, ja, wer diese Leute sind oder auch wenn man dann von den Torianern hört, also dieser Gruppe der Inquisition oder ganz generell eine der puritanischen Auslegungssachen, dann sollte man zumindest wissen, was der denn gemacht hat und woher sich dieser Name ableitet, also für das Leben im Imperium ein sehr wichtiger Quellen- und Rechercheband. Bonuspunkte 3,5 von 5. Ich mag das Buch gar nicht so sehr gerne, habe ich festgestellt. Es hat zwar seine wichtigen Punkte, also ich betone jetzt gerade nochmal die Recherche, aber wenn man sich das angesehen hat, dann öffne ich persönlich es nur noch dann, um mal einen Ekklesiarchen oder sowas zu erstellen. Sprich, wenn ich dann irgendwie mal einen Battle Monk erstellen möchte, dann gucke ich da wieder rein. Ansonsten fasse ich das Buch so nicht mehr an, weil ich den Inhalt, also den Rechercheteil habe ich verinnerlicht und dann muss ich da nicht mehr reingucken. Deswegen steht es bei mir nur noch im Regal rum. Ja, ich gebe 3,5 Punkte und damit landen wir insgesamt bei 16. Das ist immer noch ein sehr gutes Buch. Allerdings muss ich sagen, ist der Preis pro Seite vielleicht ein bisschen hoch. Bei einer PDF geht es dann vielleicht noch mit den 11 Cent, aber man sollte sich da vielleicht nochmal überlegen, ob man für die 170 Seiten die 35 Euro ausgeben möchte. Wenn man das Buch noch irgendwo bekommt, ist natürlich eure eigene Sache. Ich kann das Buch an sich empfehlen, auch wenn ich den Preis, wie gesagt, ein bisschen teuer finde. Aber das kann ja jeder selbst handhaben. Immerhin ist es auch in Vollfarbe. Gut, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Rezension. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.